Leute fragen mich manchmal, Alex, was ist eigentlich das Erste, was du sagst, wenn du auf die Bühne gehst? Und dann antworte ich immer, Leute fragen mich manchmal, Alex, was ist eigentlich das Erste, was du sagst, wenn du auf die Bühne gehst? Und dann antworte ich immer, Leute fragen mich manchmal. Und ich muss sagen, ich mag den Witz besonders gern, weil ich ihn theoretisch unendlich lang durchziehen könnte, bis der Auftritt vorbei ist. Und ich glaube, irgendwann traue ich mich und ziehe es einfach komplett durch. Ich habe im Moment so ein Problem, und zwar habe ich so wiederkehrende Albträume. Und ich habe mit meinem Vater darüber geredet, der interessiert sich so für Psychologie. Und dann meinte er, Alex, wiederkehrende Albträume sind ein klares Zeichen für ungelöste Probleme in deinem Leben. Fällt dir da spontan was ein? Und dann meinte ich, ja, tatsächlich, und zwar habe ich so wiederkehrende Albträume. Und dann meinte Alex, wiederkehrende Albträume sind ein klares Zeichen für ungelöste Probleme in deinem Leben. Fällt dir da spontan was ein? Und ich muss sagen, ich mag den Witz besonders gern, weil ich ihn theoretisch unendlich lang durchziehen könnte, bis der Auftritt vorbei ist. Und ich glaube, irgendwann traue ich mich und ziehe es einfach komplett durch. Ich habe lange Fußball gespielt und einmal wurde ich so richtig doll umgegrätscht von meinem Gegenspieler. Und dann bin ich so aufgesprungen und meinte so zum Schiri, ey Schiri, das ist doch gelb. Und dann meinte mein Gegenspieler, ja, und was machst du hier gerade? Gelb fordern, das ist auch gelb. Ich weiß nicht, ob ihr die Regel kennt, ist wirklich so, gelb fordern ist beim Fußball auch gelb. Und dann meinte ich, ja, und was machst du hier gerade? Gelb fordern, das ist auch gelb. Und dann meinte er, ja, und was hast du hier gerade vor? Gelb fordern oder was? Das ist auch gelb. Und ich muss sagen, ich mag den Witz besonders gern. Okay. Man soll es nicht übertreiben. Ihr könnt vielleicht kurz eine Abstimmung machen, dann könnt ihr so mitentscheiden. Die Meinung vom Publikum ist mir halt auch immer wichtig. Darum, vielleicht wäre es dafür, dass ich mit dem Wiederholen aufhöre, weil es irgendwann nervig wird. Einmal bitte klatschen. Wäre es dafür, dass ich es durchziehe? Einmal bitte klatschen. Das war mir nicht eindeutig genug. Wer ist dafür, dass ich mit dem Wiederholen aufhöre, weil es sonst irgendwann nervig wird? Einmal bitte klatschen. Wer ist dafür, dass ich es durchziehe? Einmal bitte klatschen. Das war mir nicht eindeutig genug. Wer ist dafür, dass ich... Okay. Ich muss sagen, ich mag die Abstimmung besonders gern, weil ich sie theoretisch unendlich lang durchziehen könnte. Naja gut, man soll es nicht übertreiben. Das reicht wirklich. Vielleicht noch kurz was anderes. Ein Kumpel wollte letztens auch zu einem Auftritt von mir kommen. Und dann meint er so kurz vorher zu mir, Alex, ich kann heute doch nicht kommen. Klammer auf, ich weiß nicht, ob ich dir schon fest zugesagt habe, aber ich muss meiner Schwester beim Umzug helfen und das dauert länger als gedacht. Und dann hat er so geredet und geredet und einfach nie Klammer zugesagt. Und jetzt ist so alles, was er in seinem Leben sagt, in Klammern. Ich weiß auch nicht. Seitdem kommt mir irgendwie alles, was er redet, so unwichtig vor. Das ist echt krass. Aber ich wäre dafür richtig beeindruckt, wenn er so in 10 Jahren nochmal zu mir kommt und so sagt, Alex, ich kann heute wieder nicht kommen, Klammer auf, genau wie damals, weißt du noch, Klammer zu, Klammer zu. Okay. Vielen Dank. Nice. Okay, ja, läuft gut. Ansonsten, ich habe mir auch Schuhe geholt, extra für Auftritte. Ich dachte, es lohnt sich. Aber euch ist wahrscheinlich schon aufgefallen, dass ich mich auf der Bühne überhaupt nicht bewege. Und darum sind die so eingelaufen wie am ersten Tag. Und das wollte ich heute ändern. Kifft hier jemand? Einmal bitte klatschen. Oh, das ist nicht mein Publikum. Nee, das Ding ist bei mir, ich hatte so eine Phase, also ich verstehe da jeden. Bei mir war es so, ich habe angefangen zu kiffen, als ich studiert habe. Aber ich habe dann schnell gemerkt, wie Gras mir so meinen gesamten Antrieb nimmt und dann habe ich halt direkt wieder aufgehört zu studieren. Habe was Interessantes gelesen über Beziehungen im Internet. Und zwar stand da, dass wenn man zusammen in der Beziehung Pornos guckt, dass dann beide Partner in der Beziehung glücklich sind. Und das fand ich total interessant, weil ich weiß nicht, wie eure Beziehungen bisher so liefen, aber ich habe mich jetzt nie getraut, einfach mal so mittendrin zu fragen, ob sie
glücklich ist. Okay. Ich weiß noch, einmal in der Schulzeit kam so der coolste Typ aus der Parallelklasse zu mir und eigentlich war der immer so total fies zu jedem, aber einmal kam er so ganz freundlich zu mir und meinte so, Alex, darf ich auf deinem Gips unterschreiben? Und dann meinte ich, welcher Gips? Und dann hat er mir den Arm gebrochen. Genug eingelaufen für heute. Ja, ich muss dazu sagen, euch ist wahrscheinlich schon aufgefallen, ich benutze auf der Bühne oft keine Übergänge zwischen den Witzen. Recht auffällig. Und Leute kommen nach Auftritten manchmal zu mir und sagen, dass ich mal welche machen soll, weil die das irgendwie nervt. Und ich will das ehrlich gesagt gar nicht, weil ich will nicht so tun, als wenn da so ein Zusammenhang ist, wenn da keiner ist. Aber ich dachte, ich kann vielleicht so Übergänge machen wie bei PowerPoint. Ich war ziemlich wütend, als meine Ex-Freundin mit mir Schluss gemacht hat. Ich weiß noch, irgendwann war ich so wütend, ich habe einfach ein Bild von ihr aufgehängt und das so als Startscheibe benutzt. Aber ich war so schlecht, es sah aus, als hätte ich einfach nur ein Bild von ihr aufgehängt. Guckt hier jemand, wer wird Millionär? Einmal kurz klatschen. Nice, noch mehr als Kiffer, sehr gut. Ich muss sagen, ich gucke es eigentlich auch nicht mehr, aber ich habe letztens mal wieder eingeschaltet. Und habe dann einfach zufällig gesehen, dass ein Kumpel von mir da war, Marvin heißt der, und dass er einfach da sitzt und auch 32.000 Euro gewonnen hat. Und das fand ich total krass, weil das ist halt wirklich einer meiner besten Freunde ab jetzt. Okay. Ich war letztens zum ersten Mal in meinem Leben in der Polizeikontrolle und dann habe ich so das Fenster runtergemacht und meinte, ich schätze, Sie wissen, warum Sie mich anhalten. Und dann meinte er, allgemeine Verkehrskontrolle. Dann meinte ich, nee, ich bin viel zu schnell gefahren. Und dann meinte er, das tut mir leid, das habe ich überhaupt nicht bemerkt. Ich gesagt, alles gut, ich drücke nochmal ein Auge zu. Also. Okay. Ja, das war der witzige Teil vom Auftritt. Jetzt ist noch was halb Vorbereitetes. Was ich einfach nur erzählen will, ist nur die Wahrheit. Und zwar habe ich mit drei Freunden eine Comedy-Gruppe. Wir heißen Vier Feinde. Und wir sind total unbekannt. Und wir haben überlegt, was könnten wir vielleicht machen, um bekannter zu werden. Was wäre auch einfach so eine geile Aktion, die wir selber feiern würden. Und dann dachten wir, es wäre total witzig, wenn wir bei einer Arena anrufen und die so bekannt ist und fragen, ob die vielleicht einen Konferenzraum oder so haben, wo wir spielen können. Damit wir sagen können, wir spielen in der Arena. Und dann haben wir hier in Köln bei der Lanxess Arena angerufen. Und die Frau meinte, die hat noch nie so einen dummen Anruf bekommen. aber findet sie gut. Und dann hat sie gesagt, sie hat ein Datum frei, 10.09., das ist ein Samstag. Und dann hat sie uns da so hingeführt und die haben halt so ein Backstage-Restaurant. Da guckt man so wie hier so eine Glasfront und man guckt so runter in die große Arena. Und sie meinte, ja, hier in dieses Restaurant passen so 60 Leute rein. Und wir meinten so, ja, 300 würden wir schaffen. Und dann hat sie gesagt, ja, dann, ich meine, die Arena steht leer. Ihr könnt halt auch in der großen Halle spielen. Und jetzt spiele ich am 10.09. in der Lanxess Arena. Und es gibt noch ein paar Tickets. Nee, aber also ernsthaft, die Tickets gibt's bald. Das wird wahrscheinlich der größte Auftritt unseres Lebens. Ich freue mich, wenn Leute rumkommen. Haut rein, schönen Abend noch. Ciao. Für euch, Alex Stolz!